Autobot Evo. Das Klassenset beinhaltet alles, was Sie für den Unterricht benötigen. Autobots, passende Farbstifte und zahlreiche Unterrichtsvorschläge. Wir möchten nun das Rechnen mit dem Autobot Evo zeigen. In diesem Fall sollen die Kinder Additions- und Subtraktionsaufgaben lösen. Der Autobot soll mit Hilfe der richtigen Farbcodes von zu Hause zum Zoo gelangen. Die Kinder lösen vorher die Rechenaufgaben im Heft und suchen anschließend zu den Lösungen die passenden Farbcodes heraus. In diesem Fall ist das Ergebnis 421. Dann wäre dies der passende Farbcode Grün, Schwarz, Rot. Der Pfeil neben der Zahl gibt die Laufrichtung des Autobots an. Die Farbcodes malen die Kinder in die Lücken zwischen den schwarzen Linien. Hier sehen wir nun das Aufgabenblatt mit den passenden ausgerechneten Farbcodes. Wir schauen jetzt, ob der Autobot seinen Weg zum Zoo findet. Der Autobot ist am Zoo angekommen, also alles richtig gemacht. Ein Hinweis noch, wir haben an dieser Stelle die schwarze Linie verlängert, weil der Autobot sonst den Sprung nicht von dieser Linie zu dieser geschafft hätte.